Tag 34. Jo Leute, willkommen zurück zu This War of Mine. Ich bin in der neuen Session, wir waren mit Pavel beim Sniper Spot und haben da ein paar wichtige Dinge gefunden, diese Teile hier. Medikamente, normale Teile. Man sieht, er sieht schwer krank aus, deswegen werden wir schauen, dass wir die irgendwie fit bekommen. Pavel hat einen Bio-Eintrag. Dieser Mann hatte sonst niemanden, der dem hätte helfen können. Ohne mich wäre er jetzt tot. Ihr erinnert euch, wir haben letzte Folge diesen Mann beim Sniper-Spot gerettet. Wir haben unten die Tür geöffnet, damit er überleben kann. Und der hat uns ja irgendeine Belohnung versprochen. Und ich würde mal sagen, wir gehen in der Nacht dort dahin zu dem Typ und schauen mal, was er für uns hat. Pavel, du gehst erstmal kurz ans Essen, ne? Wie sieht es denn eigentlich aus? Mit Brennstoff. Haben wir Brennstoff? 6 Stück. Mir ist doch sehr hungrig. Mach ich 2 Portionen? Wasser ist immer gut versorgt. Ja, liebe Ante, was ist los? Es wird das sehr krank. Nimmst du Medikamente da bitte? Aber ist das? Gut, Pavel hat es gegessen. Und dann würde ich mal sagen, er legt sich mal ins Bett. War das so? Du isst auch bitte was, Zeta? Nehmen 2 Fleisch, 4 Fleisch, geil. Machen wir gleich. Was ist mit dir? Pavel hat diesem Mann geholfen, ne? Aber wie viele andere Kinder werden durch diesen Krieg noch verwaist werden? Okay. Nächstes Bett, Amte, macht hier weiter. Mach einfach bitte 2 so Dinge. Unser Wasservorrat. Holz, wie viel Holz haben wir? 23. Noch ein Dünger. Nicht so geil. Gut. Die wird schon wieder werden, Anton. Keine Angst. Wir müssen das schon mit dem Blöden. Ja. Mit dem Blöden. Halt. Ja, mit dem doofen Düngemittel. Klar. Immer wieder. Okay. Sie weigert sich zu teilen. Ich kann eigentlich nicht, tut mir leid. Ja, tut mir leid. Ich muss die wegschicken, weil. Das hat so keinen Sinn. Wir gehen gleich mal nach oben kurz. Weil einen Dünger haben wir noch. Wir haben ein paar Dosen, das müsste eigentlich reichen. Was ist jetzt los? Ja. Ist gut, Anton. Ist besser, so glaub mir. Kurz Ofen an. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Okay. Ja, es ist auch 6 Grad, mein Gott, aber. Es ist nicht so kalt, dass es jetzt tödlich wäre. 2 Stück. So, jetzt machen wir Wasser. Nummer 1. Zwei auch gleich und Wasser, wie gesagt. 21 ist super. Hier auch nochmal.
Und ich wollte eigentlich noch ein bisschen upgraden hier. Sechs Gemüse und so weiter, aber ich denke, das ist nicht mehr nötig. So, wir starten jetzt mal da oben ran. Wenn wir vielleicht einen Dünger herstellen können. Aus einem Fleisch. Naja, wir geben ein Fleisch weg, bekommen zwei. Das ist da ganz gut eigentlich. Ein Dünger. 12 Grad, da kann man leben. Also auf. Was los? Ja, siehst du. Ja, du weißt, wie dieses Paar will. Mittlerweile. Einen Dünger. Wir brauchen den Tönen dazu. Wir haben, glaube ich, unser Zeug für das haben wir verkauft, glaube ich. Schauen wir kurz hoch. Ist da irgendwas hilft vielleicht? Okay. Oh, super. Ein Teil noch. Das ist sehr gut. Ja, ich hab mich auf den Stuhl. Und beende den Tag. Wir werden jetzt mit Pavel wieder die Kreuze gehen, jetzt vielleicht krank, aber das passt schon. Anders machen sie schläft. Und ich würde mal sagen, auf geht's. Wir nehmen mal meine Axt mit. Weil die Pistole bringt das nichts ohne Munition. Das ist dann wurscht. Okay. Was ist hier so? Wurde erschossen, ne? Kein Schuss, ne? Also ab da unten, ich bin ganz schön erschossen. Baby war. Okay. Wo ist denn der hin? Ist doch keiner, oder? Krass. Wie viele Ratten hier sind. Ein Teil, super. Nehme ich hier 4 Stück mit. 4 Holz. Okay. Das ist aber so auch. Ein paar Sachen. Ich kann noch 2 mitnehmen. Okay. Da ist nichts mehr. Auch nichts. Heißt, wir bräuchten am besten, ne? Eine Säge. Hat irgendwie rauf. Nicht wirklich. Oh, eine Säge. Da war alles mitnehmen. Holz ist erstmal, ja, beides wichtig eigentlich. Wir haben 2×6 Holz. Stocken wir auf, das auch. Den Rest will ich sicher mit.
Wir gucken eventuell mal. Was ist denn hier? Nehmen wir doch ein paar Brennstoffe bitte, ne? Komm. Wollt ihr noch? Erstmal plündern. Brauchen wir nicht den Scheiß. Unnötiger. Das nicht. Wir hacken mal den Schrank kaputt. Okay. Das Feuerholz nehmen wir mit. Also quasi das hier. Müssten genau 8 Holz sein. Heißt nächste Folge eine Säge oder nächste Nacht. 2. Was gibt's hier noch? Ich könnte mich über die Tür öffnen kurz. Damit aber gar nichts. Naja, ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Wir laufen jemand soll zur Leiter. Das dürfte Paul ja schnell schaffen, ne? Oh ja. Gut, schnell. Please. Tschüss. Wir haben es geschafft. Pavel ist zurück. Das ist wunderbar. Ich hoffe nicht, dass wir geplündert wurden, weil Sveta ist ja, wie ihr gesehen habt, krank. Es ist Tag 35 mittlerweile. Und wir werden vermutlich das Projekt hier beenden mit dieser Aufnahmesession. Wir wurden geplündert. Anton wurde verletzt. Sveta, geht es besser? Pavel. Ich würde sagen, du rüstest es auf, oder? Perfekt. Na, er hat Hunger. Macht sie mal ein Essen, bitte. Sveta krank erholt sich. Wunderbar. Hast du eine Portion, bitte? Du bist leicht verletzt. Ich würde sagen, Anton, wir gehen mit dir. Erstmal ins Bett. Wunderbar. Pavel. Gemüse. Aus Wasser und Düngemittel. Super. Gut, wir machen mit Pavel Wasser. Aber ja. Aber sollte trotzdem ein bisschen drauf geachtet werden. So. Mit dem Tierfall weiß ich nicht ganz genau, wie lange das dann dauert, aber ich denke mal schon eine Weile. Ja, aber das heißt, wir haben den Tag gar nicht so viel zu tun. Ich mache jetzt kurz das Wasser, mache eine Säge. Und dann passt das. Vielleicht noch ein Stück Holz in den Ofen. Nummer 1. Machen wir traurig. Traurig, aber das ist okay. Wunderbar. Nächstes. Falle sind alle leer. Gut. Wir werden den Tag. Pavel war nicht im Bett.
Mist. Anton, bleib mal. Bitte mache Scharfschützenkreuze. Wir gehen los. Natürlich wieder mit Pavel. Weil das der einzige ist, der schnell genug laufen kann. Und weiter geht's. Und wir haben die Säge vergessen. Patrick, du Held. Na egal, dann nehmen wir den Rest hier mit. Und dann verabschiede ich mich von euch. Da noch was. Teile. Hier noch ein bisschen was. Okay. Alles, was geht. Perfekt. Dann gehen wir gleich wieder zurück und die machen nächste Nacht das mit dem blöden Zeug da. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich gerade. Ja, das ist so typisch. Komm. Von wo schießt der eigentlich? Ich glaube da oben irgendwo. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.